Flinkheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Yoga-Vidya-Lexikons der Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten. Heute will ich sprechen über Flinkheit. Flinkheit heißt, etwas flink zu tun, Geschwindigkeit auch zu haben, flott zu sein, nicht zu lange nachzudenken, nicht zu behäbig sein, sondern flink zu sein. Flinkheit hat ihre eigene Schönheit. Wenn du etwas schnell tust und schnell erledigst, dann fließt auch eine Energie hinein. Und wenn du nachher fertig bist, dann freust du dich, dass du so schnell gemacht hast. Manchmal, wenn du irgendwo das Gefühl hast, es ist alles irgendwie schwierig und alles so ein bisschen schwer, dann überleg dir einfach, was kannst du flink machen. Und wenn du es flink erledigst, nachher fühlst du dich gut und hast neue Kraft. Es gibt manche Menschen, die müssen sehr viel reden und die gehen in viele Meetings und die müssen abwägen und müssen ständig alles Mögliche koordinieren und sie fühlen manchmal eine gewisse Genervtheit dadurch. Sie haben eine gewisse Frustration. Dann ist es gut, wenn sie überlegen, was könnte ich machen, dass ich wirklich flink umsetzen könnte. Gerade Menschen, die sehr, ja, eigentlich sehr geschickt sind und sehr flink Dinge machen können, kommen dann manchmal auch in Verantwortungspositionen, wo sie so viel mit Menschen absprechen müssen und das ist dann irgendwie nicht mehr nur schön. Und dann hilft es, wenn sie etwas tun, wo sie ihre Flinkheit anwenden können und flink etwas erledigen können. Und da hilft es durchaus, öfters mal zu überlegen, ja, ist Flinkheit etwas, was mir Energie gibt? Und wenn du merkst, ja, wenn ich was flink erledigt habe, dann geht es mir gut, dann fühle ich mich toll, dann ist gut, dann überlege, was du vielleicht machen kannst, wo du deine Flinkheit einsetzen kannst. Aber natürlich, nicht jeder Mensch ist gleich. Es gibt Menschen, die sind eher ruhig und gemütlich. Im Ayurveda würden wir diese als Kapha-Menschen bezeichnen. Ihnen ist Flinkheit ein Gräuel. Besser, Dinge langsam zu machen, ruhig und gründlich und in Absprache mit anderen, dass es alles gut geht. Wenn du zu einem solchen Menschen gehörst und du siehst andere, die eine gewisse Flinkheit haben und das nervt dich, dann seid ihr einfach bewusst, ja toll, dass der andere so flink ist. Ich mach's halt ein bisschen gemütlicher. Eventuell musst du dir auch mal einen Tritt in den Hintern geben, um auch mal etwas flinker zu machen. Aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Oder es gibt die ganz gewissenhaften Menschen, die alles sehr gründlich machen, alles sehr nachdenken, Ordnung und Regeln und so weiter folgen wollen. Denen ist es auch ein Gräuel, dass es andere gibt, die flink sind. Und denken, ja, muss der immer so schnell machen. Nachher müssen andere sich um ihre Schaben kümmern. Man könnte doch was gründlicher machen. Ja, manche Menschen haben eine Flinkheit und das sind oft die Kundschafter, das sind oft diejenigen, die was ausprobieren, die neue Ideen haben und es ist gut, dass es diese gibt. Und es gibt gut, dass es ist gut, dass es die Gründlichen gibt, die Dinge dann auch umsetzen. Es gibt ja auch so ein Persönlichkeitsmodell, ich spreche das sogenannte DISC-Modell. Das sind die D, das sind die Dominanten, die sich durchsetzen. Im Yoga würden wir von Pitta-Typen sprechen. Dann gibt es die I, die Initiativen, die fröhlich lockeren, locker flockigen, beschwingten, kommunikativen. Im Yoga wären das die extravertierten Vata-Menschen. Dann gibt es die sogenannten S, die Sozialen, die mit anderen zurechtkommen wollen und denen es wichtig ist, dass allen gut geht und die immer erst alles abstimmen würden. Im Yoga würden wir sagen, das sind nur die extravertierten Kapha-Menschen und es gibt die G, die Gewissenhaften. Und diese Gewissenhaften, die wollen alles gründlich machen und die wollen Prozeduren haben und da muss alles seine Ordnung haben, da muss man Regeln haben und die muss man einhalten. Im Ayurveda würden wir sagen, das sind die introvertierten Kapha-Menschen. Und jeder ist ein bisschen anders und es ist gut, diese zu verstehen. Die I und die D, also die Dominanten, die Pitta-Typen und die I, die Vata-Typen, das sind oft die Menschen mit Geschwindigkeit, die haben Flinkheit, die wollen Dinge schnell erledigt haben. Der D-Mensch, der Dominante, der Pitta-Mensch, der will lieber das schnell erledigt, als zu lange nachzudenken. Und der I, der will sowieso alles Mögliche einfach ausprobieren. Und in seiner Flinkheit ist so groß, dass andere fast gar nicht merken, wenn der schon dreimal alles Mögliche gemacht hat. Gut, aber die
S- und G-Menschen, die mehr Kaffertypen, sei es der extravertierte Kaffertyp, der auf dem DISC-Modell als der S, der Soziale, als auch der G, der Gewissenhafte, die wollen die Dinge ruhiger machen. Und so ist es gut, sich bewusst zu machen, wie stehe ich zum Thema Flinkheit. Manchmal muss man sich einen Tritt in den Hintern geben. Manchmal muss man sich etwas mäßigen. Relativ häufig ist es gut, Menschen für unterschiedliche Fähigkeiten wertzuschätzen und zu wissen, es ist großartig, dass in der menschlichen Gesellschaft und fast in jedem Team Menschen unterschiedlichen Temperamentes sind. So ist es vollständig. Je diverser und je verschiedener Menschen ein Team sind, umso effektiver ist es. Das Team kann schon eine Familie sein, das Team kann dein Arbeitsteam sein, das Team kann auch eine Kunden-, Lieferanten- und Herstellerbeziehung sein. Und natürlich auch unter deinen Yogaschülern. Wenn du ein Yogalehrer bist, hast du auch solche, die haben große Flinkheit, die wollen, dass man schnell vorgeht und wollen viele Asanas lernen oder mindestens zügig vorangeht. Und es gibt andere, die wollen langsam und gründlich und so weiter. Und dort ist es nicht so einfach, allen gerecht zu werden. Aber es hilft, das alles zur Kenntnis zu nehmen. Ja, das waren einige Gedanken zum Thema Flinkheit. Vielleicht hast du selbst einige Gedanken dazu. Schreib mir doch an sukadev@yoga-vidya.de oder schick mir eine Nachricht auf Facebook. Dann kannst du einfach suchen nach Sukadev Bretz oder schreibe einen Kommentar auf iTunes, auf YouTube, im Blog oder im Yoga-Vidya-Forum. Alle Informationen und Links zu finden auf www.yoga-vidya.de.